Herzlich willkommen, eure Freunde, zurück zu Pokémon Schwert, die Insel der Rüstung. Im letzten Part haben wir die Dynasuppe gemacht und heute reden wir mit dem Typen hier. Lynn, Sephora, schön, dass ihr hier und nicht woanders seid. Meister, ihr wolltet etwas mit mir besprechen? Nun, ich habe euch beide hergebeten, da ich ein ernstes Wörtchen mit euch reden muss. Es geht um die drei Prüfungen des Master-Dojos. Ich muss euch leider mitteilen, dass wir schon bei der letzten, der finalen, der ultimativen Prüfung Nummer 3 sind. Oh, ich habe ein Haar auf meinem Brot. Lecker. Genau. Die letzte, finale, ultimative Nummer 3? Okay. Okay. Oh, ein Kampf. Okay. Der Gewinner bekommt von mir die Geheimrüstung. Oh. Aber sie ist doch viel stärker als ich. Ich bin jetzt fertig mit Essen, Leute. Okay, wir kämpfen also da drin. Sephora hat an für sich schon Talent, aber da sie sich dessen bewusst ist, geht sie alles nur halbherzig an und hat sich bisher noch nie ernsthaft einer Sache gewidmet. Das gilt auch fürs Training im Dojo. Aber seit du hier bist, hat sich das geändert, Lynn. Eure Rivalität scheint sie dazu anzuspornen, sich wirklich für etwas ins Zeug zu legen. Ich hoffe nur, dass diese Motivation sie nicht vom richtigen Weg abbringt. Ja, okay. Du spielst hier wieder Pokémon Quest. Das ist schön. Sehr schön. Sehr schön. Was brauchst du? Synthesiri. Achso, stimmt. Ich kann ja hier. Bälle. Sind die abgeguckt hier? Nee. Ich weiß nicht ganz, was ich hier. Nee. Dann tun wir hier noch die hier noch dazu. Bitteschön. Ja. Okay. Und jetzt bekomme ich einen Ball? Oder was? Gefäß voll Seerauch, wow. Dankeschön für die Scheiße. Dann wollen wir mal hier in die Arena gehen. Oh, boah, die ist groß. Die ist echt, oh, schön. Schön, wow. Was für eine schöne Schlucht auch. Hallo. Kann man hier überall herumlaufen? Das wäre ja was. Jetzt muss ich dich nur noch besiegen. Dann gehört die Geheimrüstung mir. Und dann werde ich eine Arena leiten für Gift-Pokémon. Ich kann es kaum erwarten. Eine Niederlage kommt für mich nicht in Frage. Das verstehst du ja bestimmt, oder? Ich werde mich nicht zurückhalten. Bereit? Ja, bin ich. Bin ich sowas von. Ihr seht aus, als könnt ihr es loslegen. Losgehen. Oh, sorry. Viel Erfolg. Ich feuere euch beide an. Also gut, geht in Position. Oh, wie ist er denn so schnell nach da hinten gekommen? Okay. So. Dies ist die letzte Prüfung. Fertig? Und ab geht die Post. Ah, komm raus. Feuer dich heraus. Ah, Pion Skora. Welchen Level ist die? 70 jetzt? Vor gefühlt 20 Minuten war sie nämlich nur 62. Mal gucken. Jetzt mache ich ernst. Mach dich auf einen Kampf. Ohne Samthandschuhe gefasst. Ach ja, auf dem Kampfplatz sind übrigens über Giftspitzen verteilt. Also sei vorsichtig. Oh, 65. Okay, 3 Level besser.
Schön. Schön, dass sie mich direkt schon vergiftet hat. Oh, ich könnte Dynamax machen. Mache ich aber jetzt nicht. Dampfwalze. Ja, dann Giftzahn. Aua. Aber das tut, glaube ich, für ihn mehr weh, oder? Also, weiß nicht. Wenn jemand mich beißen würde, also wenn ich jetzt jemanden beißen würde, der aus Stahl besteht, das tut doch weh. Also, ich glaube, es tut weh. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber manche schreien ja schon, wenn sie einen Apfel essen. Ah, mein Zahn ist rausgebrochen. Ah. Genau. Oh, Max, sagst du, schaffst das. Gib nicht auf. Smogon, komm, wir wechseln mal. Ich möchte mit Cedrakin, ist aber 58. Ja, komm, spielen wir mit ihm. Guten Tag. Cedrakin. Hallo. Ein Cedrakin. Oh mein Gott. Und ein Alola, ein Galar Smogon. Smogmog, meine ich natürlich. Hydropumpe. Oh, macht sie eine Gigadimer? Nee, macht sie nicht. Okay. Dafür machen wir eine Hydropumpe. Wie viel Schaden macht das? Oh, macht ein bisschen über die Hälfte. Ist in Ordnung. Cedraking, super gemacht. Find auch so einen Pokémon-Kampf cool hier wie bei Ni No Kuni. Wenn man dann mit dem Monster das steuern müsste und auch ausweichen kann und so. Und das finde ich auch ganz cool. Aber dann ist es schwer mit den Level, glaube ich. Weil man dann eigentlich jeden Gegner besiegen kann. Auch ohne zu leveln. Was ich dann vielleicht doch wiederum ein bisschen blöd finde. Rollum. War dieses Giftviech, ne? Ach komm, weiterkämpfen. Cedraking, du schaffst das schon. Du bist nicht ohne Grund, Cedraking. Hier, Hydropumpe. Boah, es trifft auch jedes Mal. Wow. Amazing, amazing, amazing. Käferbiss. Au, au, au. Oh, Cedraking, halte durch. Halte durch, Cedraking. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wie viel machst du eigentlich? 111? Oh, komm, mach einfach Drachenpuls. Falls du es nicht schaffst, ist nicht schlimm. Ja, ich bin auch so stolz auf dich. Bin auch so stolz auf dich, tatsächlich. Super, oh, super, Cedraking. Cedraking. Ich habe immer Cedraking gesagt, aber es heißt ja Cedraking. Gut gemacht, Cedraking. Oh, 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 oh. Okay, ja, ich hol dich zurück. Pokémon wechseln. Sichler. Sichler, komm raus. Ist auch nicht auf 60. Ach ja, stimmt, weiß ja. Weil ich es ja nicht hier in der Natur gefangen habe. Es ist völlig ausgeschlossen, dass ich hier verliere. Ein Pokémon reicht mir locker zum Gewinn. Ein Lamus. Okay. Dann. Wie viel Schaden macht das? 130, 90 nur. Okay, dann das. Bist du bereit? Hier, ich zeig dir was. Sichler! Ein Sichler! Oh. Vorsicht, liebe Zuschauer, Sephoras Gift kann Risiken und Nebenwirkungen mit sich bringen. Oh, bestimmte Giga-Dynamaxierung oder so, ne? Ich könnte es mir gut vorstellen. Denn Lamus ist ja hier das besondere Pokémon. Nee. Nicht mal. Wow. Ich habe mir da jetzt was Besonderes vorgestellt. Ja, Lamus. Deiner Schwarm. Blumen, Feen, Schmetterlinge. Was machst du? Oh, du machst Gift, ne? Deiner Flut. Ne, Wasser, okay. Wasser bringt jetzt, glaube ich, nicht allzu viel. Ne. Tatsächlich nicht. Oh, natürlich, Regen ist natürlich jetzt gut für ihn. Aber das müsste eigentlich auch meine Pflanzenattacken ein bisschen verstärken. Ja, super. Es läuft noch wie Butter hier. Darf noch etwas Gift sein? Oh. Alles willkommen.
Okay, eine Freundin macht gerade Frikadellen mit Feta-Käse. Sehr interessant, sehr interessant. Und deiner Schwarm. Düdü, Schmetterlinge, Angriff. Sehr schön gemacht. Sehr gut gemacht, Sichlor. Ich habe kurz seinen Namen vergessen, es tut mir leid. Giftschwall, das ist also die neue Attacke, glaube ich. Tat das weh? Ich weiß es nicht. Wo ist die Lebensanzeige? Ich weiß, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Tschum. Oh, das Kleine ist klein geworden. Kreuzschere. Schnellschuss. Was? Muschelwaffe? Aua. Oh mein Gott. Ich mach trotzdem Kreuzschere. Reicht. Oh, super gemacht, Sichlor. Aber ich glaube, du bist tot, oder? Ich glaube, du bist tot. Nee. Oh gut, du lebst noch. Du lebst noch. Sehr schön. Yeah! Dabei habe ich mich nicht mal zurückgehalten. Ich habe doch alles gegeben. Wir haben eine Siegerin. Lin hat die dritte Prüfung bestanden. Bravo, super, das war fantastisch. Was für ein Kampf. Das habt ihr beide ganz hervorragend gemacht. Lalalala. Seufzt, ich habe verloren. Das ist ja wohl das allerletzte. Ich verliere, obwohl ich sogar extra geschummelt habe. Ein so junges Talent wie du und wird das vielleicht nicht verstehen. Aber eines solltest du wissen. Ich habe absolut alles gegeben, alles, was in mir steckt. Aber vielleicht sollte ich meinen Traum, Arenaleiterin zu werden, langsam aufgeben. Wenn meine Schummelei rauskommt, werde ich sowieso aus dem Dojo geschmissen. Lin, du kannst dem Meister ruhig von meinem faulen Trick erzählen. Mache ich aber nicht. Was? Aber wieso denn nicht? Dabei habe ich so feige gehandelt, nur um gegen dich zu gewinnen. Lin zeigt mal wieder wahre Stärke, indem sie sowohl auf Pokémon als auch auf Gegner Rücksicht nimmt. Meister. Als Vorratsmeister trage ich eine gewisse Verantwortung für das, was passiert ist. Daher möchte ich mich entschuldigen. Das war nicht richtig von ihr. Aber meine Schülerin steckt nun einmal voller Siegeswillen und gibt alles gegen ihre Rivalen. Schnief, danke, Meister Lin. Es tut mir wirklich leid. Als Schafe wirst du dich ein halbes Jahr lang ganz allein um die Pokémon im Dojo kümmern. Was? Also, das ist zwar harte Arbeit, aber ist das wirklich alles? Na Logo, und von jetzt an wirst du bei uns auch deinen Geist stärken. Okay. Ja, das werde ich. Sie macht schon mal den Mund auf für ihn. Dann wäre damit alles geklärt. Ja. Ihr habt euch so wunderbar ins Zeug gelegt, mein Lieben. Ich war zwischendurch so aufgeregt, dass ich kaum hinschauen konnte. Das war so ergreifend. Es war so toll, dass wir Rotz und Wasser geheult haben. Lin, du hast dich von der misslichen Lage gar nicht erst beeindrucken lassen und prima gekämpft damit. Und nun, wie versprochen, die Geheimrüstung des Master. Ich lade schon mal vor, um in Dojo alle nötigen Vorbereitungen zu treffen. Also dann, die Show ist vorbei. Macht euren Meister froh und kehrt zurück ins Dojo. Hoho. Alles klar. Lin! Ich also. Oh, Liga-Karte. Die gibt's noch. Okay. Du bist ganz schön stark. Okay, tschüss, Kleine. Kann ich jetzt hier rumlaufen? Nee, kann ich nicht. Wow. Toll. Hallo, Typ. Da bist du ja, Lin. Du hast alle drei Prüfungen erfolgreich absolviert. Daher überreiche ich dir hiermit die Geheimrüstung des Master-Dojos. Also dann, los, komm raus. Nein, ich wollte das in Weiß. Ich wollte das andere haben. Gab es überhaupt das andere in Weiß oder war das Fake? Ich habe irgendein Bild gesehen, da wurden beide gezeigt, also zwei. Ach man. Es hat Angst vor mir. Okay. Hallo, Kleiner, komm noch mal. Okay. Kuma?
Dieses Pokémon ist die Geheimrüstung des Master Dojos. Sein Name lautet Dakuma. Es mag sehr klein sein, doch mit dem richtigen Training entpuppt es sich als robuste Rüstung, die jeden gegnerischen Angriff standhalten kann. Das Kerlchen verfügt über unfassbares Talent. Es gibt da nur ein Problem. Dakuma ist äußerst schüchtern. Es hat offenbar keinerlei Selbstvertrauen. Doch vielleicht lernt es ja an deiner Seite etwas aus sich herauszugehen. Deshalb würde ich Dakuma gerne in deine Obhut geben. Schanke Dön im Voraus. Okay. Kurma. Geh schon, Kleiner. Okay. Hi, hi, Kleiner. Na? Hm? Ah, Mr. Batschel hat dir Dakuma anvertraut. Pokédex. Durch rigoroses Training perfektioniert es seine Kampftechnik. Diese bestimmt, welche Form Dakuma nach der Entwicklung annimmt. Ach so, oh, das ist gar nicht random, okay. Eine PC-Box. Oh, ich wollte es im Team tun. Es tut mir leid. Also gut, ich möchte, dass ihr gut miteinander auskommt. Dazu müsst ihr lernen, einander zu vertrauen. Dieses kleine Kerlchen hat noch nicht viel von der Welt außerhalb des Dojos gesehen. Es ist gut möglich, dass Dakuma sich dir einfacher öffnet, wenn ihr zusammen einen Ort mit einer schönen Aussicht auf der Rüstungsinsel besucht. Ich werde ein paar unserer Schüler an solche Orten positionieren, um euch den Weg zu weisen. Natürlich solltet ihr auch gemeinsam kämpfen und campen, so lernt ihr euch im Nu besser kennen und ich weiß auch schon, wie ich euch zwei dabei unter die Arme greifen kann. Ab jetzt darfst du auf der Rüstungsinsel das Pokémon an der Spitze deines Teams aus seinem Pokéball holen und mit ihm spazieren gehen. What? What the fuck? Als ob ich hier Pokémon hinter mir herlaufen lassen darf. Als ob. Wie cool ist das denn? Ja, ich komm gleich. Kleine. Ich muss Achso. Muss ich mein Pokémon heilen? Nee, ne? Ich glaub nicht. Nee, muss ich nicht, aber ich muss mein Dakuma holen. Als ob ich mit Pokémon jetzt hier rumlaufen kann. Turtok, du kommst weg. Ich mag dich nicht. Oder du kommst weg. Mein süßes kleines Esmarillo. Dich tue ich aber wieder zu meinen, ne? Zu meinen Schatzis hier. Unten. Genau. So. Oh. Okay, es ist sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Oh, Leute. Wir reden mal eben schnell mit E hier. So, hallo. Ach, Lynn, du kommst gerade richtig. Ich wollte dich etwas sammeln zu eigentlich was? Aber sowas von. Ja, okay. Ja. Okay. Was geben? Keine Ahnung, 10.000? Ziel von erreicht haben, Friseur. Kann ich einen Friseur für das Dojo bestellen? Ah, oh, guck mal, ich kann hier jetzt den Laden hier nur aufrüsten. Dass hier alles ist. Und schon haben wir unseren eigenen Friseur. Okay. Das ist cool. Aber ich fände es cooler, wenn man dadurch mehr Räume dingsen kann. Mein Name ist Inja. Ich rufe aus dem Master Dojo an. Ich würde gerne eines ihrer Rotomina mit Watt kaufen. Ging das? Hm, ja sicher. Okay. Oh, ist ja erledigt. Sie haben uns ein Rotomina. Super. Sehr schön. Na nur, es tut ja gar nichts. Benötigen Sie Software. Oh. Wow. Techniker. Da muss der Techniker erstmal ran. Ja, lass mich mal in Ruhe. Ich will jetzt rausgehen und gucken, wie das aussieht, wenn die Pokémon draußen herumlaufen. Wieso nicht? Von Anfang an? Wieso Nintendo jetzt erst? Das ist ja hier. Ah, Snomnom. Snomnom, wo bist du? Wo ist mein Lieblings-Pokémon? Snom. Oh, Alola Vulpix wäre auch schön.
Snomnom. Haben wir den neuen Snomnom überhaupt hier? Bestimmt, oder? Bestimmt. Snomnom, wo bist du? Hier. Hier ist Snomnom. Okay. Die würde ich ganz gern ausprobieren. Oh, Vulpix. Du bist einfach so ultra schön. Okay. Dann noch Snomnom. Das ist so lahm. Es ist so lahm. Es braucht so lange, aber es ist so cute. Oh mein Gott, Nintendo, wieso nicht vorher? Das ist ja hier ein Geschenk. Och, Alter. Ah, Dakuma, wie siehst du? Oh, du bist erst 10. Ist natürlich nicht ganz so cool. Aber trotzdem. Leute, und damit verabschieden wir uns. Von Pokémon. Die Rüstung des Insels. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.